Eine dramatische Tierrettung bewegt derzeit Menschen weltweit. In Florida hat sich ein Hundebesitzer mit einem Alligator angelegt, um seinen vierbeinigen Freund zu retten. Mit all seiner Kraft kämpft Richard Wilbanks im hüfthohen Wasser mit dem Alligator. Er kam wie eine Rakete aus dem Teich geschossen, beschreibt der 74-Jährige das Drama. Der Alligator hatte seinen gerade mal 3 Monate alten Welpen Gunner geschnappt und in den Teich gezogen. Er ist wie ein Kind für uns. Der Rentner zerrt am Ober- und Unterkiefer des Alligators, bis der kleine Hund sich befreien kann. Er hatte nur eine kleine Wunde. Meine Hand war zerbissen, aber so habe ich Gunners Leben gerettet. Der kleine Gunner ist wohlauf. Sein Herrchen bekam vorsorglich eine Tetanusspritze. Die dramatische Rettung wurde von einer Überwachungskamera festgehalten, die die Tier- und Pflanzenwelt an dem See dokumentiert. Wir wollen die Tiere nicht nur tolerieren, sondern es genießen, Seite an Seite mit ihnen zu leben. Denn hier im Südwesten des US-Bundesstaates Florida, wo Richard Wilbanks in Estero wohnt, wachsen die Siedlungen immer weiter in die Natur hinein und damit in den Lebensraum der dort heimischen Tiere. Wir müssen uns bewusst sein, es sind wilde Tiere und wir teilen uns diesen Lebensraum mit ihnen. Und Gunner, der geht nun nicht mehr so nah ans Ufer. Sein Herrchen hält ihn lieber an der Leine. Man weiß ja nie,